bin von ein paar Leuten angesprochen worden, dass der Titel so unverständlich sei und man nicht sozusagen so genau wissen könne, was einen jetzt erwartet. Von daher deute ich das gerade mal aus. Es geht darum, dass ich mit Ihnen Überlegungen teilen möchte, die sich mit der Frage beschäftigen, welche innerpsychischen Fähigkeiten werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wir Menschen brauchen, wenn wir mit der Zukunft zurechtkommen wollen. Ja. Und die Grundthese dahinter ist, dass die Zukunft so viel anders sein könnte, als wir sie, die Gegenwart, kennen, dass wir uns selber sehr viel ändern müssen, damit wir gut damit zurechtkommen. Also von daher will ich im Moment in diesen 45 Minuten gar nicht so viel über die Zukunft reden, weil die kennt keiner von uns. Drum Zitat von dem polnischen Soziologen Baumann, ja, weil wir da alle auf hohem Niveau letztlich aus meiner Sicht raten, extrapolieren. Und das mit extrapolieren ist halt immer so eine Sache, weil es kommt immer anders, als man halt denkt. Und welche Disruptionen uns in der Zukunft erwarten, das wisst man nicht. Aber man kann einfach Zeitstrahl umkehren und dann können wir uns damit beschäftigen, sozusagen, welche Disruptionen in der Vergangenheit schon stattgefunden haben. Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Fünfmal. Ja, nämlich, dass ich Ihnen einen Zusammenhang erkläre und Sie überlegen dann, wie müsste ich mich innerlich ändern, um damit gut zurechtzukommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil des ostgotischen Heeres, stehen im 5. Jahrhundert nach Christus vor Rom und einer großen Festung und wollen diese Festung einnehmen. Es ist ein schöner Vormittag. Sie haben lange Leitern und kommen sozusagen nur mit Hilfe dieser Leitern oben auf die Zinnen. Und das ist überliefert, das ist historisches Fakt, dass im ostgotischen Heer, Sie hier alle, ohne dass irgendein Anführer Sie dazu motivieren müsste, klar war, jeder möchte der Erste auf dieser Leiter sein, wissend, dass die ersten 100, die da hochklettern, Material sind, um die Soldaten auf der Zinne müde zu kämpfen. So. Wie müssten Sie innerlich gestrickt sein, dass Sie ohne Zögern der Erste sein wollen, der diese Leiter hochgeht? Weil so waren Menschen mal. Nee, einfach nur für sich. Ja, und vielleicht kriegen Sie schon eine Ahnung sozusagen, da müsste man ziemlich anders sein, weil wenn Sie so sind wie ich, dann würden Sie alle sagen, bitte nach dir. Das greift also erst meine These auf, dass ich behaupte, dass die Psyche und die Natur des Menschen nicht so feststeht, wie man das glaubt. Zweites, stellen Sie sich vor, Sie sind 1423 in Linz und seit Wochen freuen Sie sich auf die öffentliche Hinrichtung eines Rebellenführers, eines vom Bauernaufstands. Ja, das ist das Event des Abends, des Jahres. Wie müssten Sie innerlich gestrickt sein, um daran Gefallen zu finden? Jahrhundert. Jemand hat sie in der Ehre gekränkt, indem er was gesagt hat, was nicht ihrem Selbstbild entspricht. Ja, und die einzige Art, damit umzugehen, und es ist Ihnen völlig klar, ist, sich am nächsten Morgen im Wald zu duellieren, um zu klären, wer Ehre verdient hat. Wie müssten Sie sein, dass das für Sie selbstverständlich ist?
Wie müssten sie sein, damit sie bereit sind, so einen Lippenschmuckteller, Lippe in Kauf zu nehmen, um anderen zu gefallen? Ich hoffe, Sie kriegen ein Stück mit. Menschen können an sehr unterschiedlichen Sachen Gefallen finden, zumindest zurechtkommen. Jetzt, wie müssen Sie sein, wenn Ihre Identität und Ihr Wohlbefinden in der Früh daran hängt, wie viele Follower Sie haben? Oder wie müssten Sie sein, dass Sie einem digitalen Kollegen die Hand schütteln im Meeting und das Meeting eben nicht mit Menschen so wie uns hier stattfindet, sondern die Hälfte der Teilnehmer Artificial Intelligence ist? Darüber würde ich jetzt gerne reden. Und die These ist, dass die Welt uns immer weniger Verlässlichkeit, Sicherheit, Gleichförmigkeit zur Verfügung stellt, als wie wir es bislang gewohnt sind. Also es heißt, drum das Bild, die Metapher, das Grundexistenzial, könnte man sagen, das Menschsein wird nicht das Nest, sondern der Schaum. Also oder nicht das Haus, sondern der Schaum sein. Schaum ist eine Struktur, aber Sie kennen das wahrscheinlich früher vom Badeschaum als Kind. Da kann man so ein bisschen, wenn der noch fest ist, kann man so trotzdem formen, aber er zerfällt halt dann schneller als einem lieb ist. So geht es heute Leuten, die in der Gruppe vorher, hat das jemand sehr schön geschildert, einen digitalen Arbeitsplatz haben und alle 2 Monate ein Software-Update kriegen oder eine Software-Änderung. Ja? Das ist wie Badeschaum. Es gibt nur noch Moving Targets. Und wie muss ich sein, damit ich darunter nicht leide, sondern damit gut zurechtkomme? Weil wenn Komplexität digital wird, ich will das jetzt nur hier einmal durchklicken, sind nur mehr Antworten möglich, die neue Probleme schaffen? Sind nur mehr Wahrheiten möglich, die zeitlich instabil sind? Sind nur mehr Lösungen möglich, die wichtige andere übergehen? Dann wird schon ungemütlich. Allein wenn man diese drei, ja, dann muss man viele Hoffnungen fahren lassen. Hoffnungen auf den Weg, der keine negativen Nebenwirkungen hat. Ja. Den Weg, der auch übermorgen noch richtig ist. Und den Weg, der niemanden enttäuscht, niemanden wehtut. Und das heißt, es gibt immer mehr Notwendigkeiten für Vertrauen ohne Grund, weil ich nicht mehr alles überprüfen kann, was eigentlich für meine Sicherheit wichtig ist. Es ereilt die Führungskräfte ein Macht-, Identitäts- und Kontrollverlust sondergleichen. Und es werden Organisationen zu hybriden Beräumen der Begegnung von Menschen mit intelligenten Maschinen. Und die Denkrichtung, die ich jetzt mit Ihnen gehen möchte, ist, was sind die innerseelischen Bedingungen, um mit so einer Lage zu bewältigen oder sie gar genießen zu können? Das ist ziemlich um die Ecke gedacht, manches, und ich bin überhaupt nicht scharf darauf, dass Sie dem alles zustimmen, sondern möchte mit Ihnen ausloten, sozusagen, was passiert, wenn man wirklich elementare Selbstverständlichkeiten unserer psychischen Selbstregulation mal nicht als gegeben, sondern als veränderbar hinnimmt. Also, ich gehe davon aus, dass nicht nur Disruptionen auf der äußeren Ebene passieren, in der Welt, sondern dass es Disruptionen in der psychischen Selbstregulation braucht und geben muss. Disruption ist im Moment für mich nur ein Wort, ganz anders als was bislang klappt. Und ich nutze dafür hier eine Struktur von 6 Grundbedürfnissen. Will ich nur kurz erklären, damit uns Zeit bleibt für die eigentlichen Gedankengänge. Ich arbeite seit Jahren mit einem Bedürfnismodell,
das anders, an einem wesentlichen Punkt sich unterscheidet von den meisten Bedürfnistheorien, die am Markt gewissermaßen zu finden sind, nämlich, dass die Bedürfnisse in sich ambivalent und widersprüchlich sind und nicht glatt aufgehen. Ja, dass wir sowohl ein Bedürfnis nach Nähe wie nach Distanz haben, im Sinn von eines Bindungswunsches, dass wir sowohl Freiheit wie Sicherheit brauchen, dass wir sowohl Einzigartigkeit wie Zugehörigkeit brauchen und jedes dieser Bedürfnisse steht in einem antagonistischen Spannungsverhältnis mit einem anderen. Schon allein deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass psychische Selbstregulation darin besteht, das zu tun, was man möchte und die Effekte dieses Tun zu genießen. Weil ich brauche, um mein Nähebedürfnis zu erfüllen, immer auch die Fähigkeit, gleichzeitig mein Distanzbedürfnis zu frustrieren, weil ich kann nicht jemandem gleichzeitig nahe und distant sein. Und ich kann nicht gleichzeitig frei und Sicherheit haben. Manche kennen das von ihren Coaches. Ja, es nervt mich so an in der Firma, ich möchte kündigen, ja, und da frei und endlich mal das machen, was ich möchte. Und dann kommt Angst vor dem Risiko und dann ruft man sozusagen das antagonistische Bedürfnis wach und dann denkt man, naja, das mit der Betriebsrente ist so schlecht doch auch nicht. Ja, und dann kommt also Sicherheitsbedürfnis wieder im Spiel. Dann fühlt man sich wieder eingekastelt und eingeengt. Ja, und in dieser liegenden Acht, in diesem Oszillationsprozess verbringen manche Menschen ja ihr Leben. Ja, weil gewissermaßen die Kernfähigkeit von Bedürfnisregulation darin besteht, das jeweils antagonistische Bedürfnis frustrieren zu können. Also Frustrationstoleranz ist das Wichtigste, wenn man mit Bedürfnissen glücklich werden möchte. So, und jetzt würde ich gerne mit Ihnen diese sechs Bedürfnisse mal durchgehen und im Hinblick auf eine Welt, die jetzt mit diesen Schlagworten komplex, digital, virtuell, agil und so weiter beschrieben ist, mal auch nur eine Facette pro Bedürfnis durchgehen, damit wir eine Chance haben, hier noch auch ein bisschen miteinander ins Gespräch zu kommen. Also beim Nähebedürfnis. Muss man davon ausgehen, dass wir künstliche Intelligenz als Partner kriegen. Das ist für einen Großteil der Jugend sowieso ein No-Brainer, weil mit bestimmten Lord of Warcraft ist das eh schon Realität. Ja, und es ist das Computerspiel, hat mir erst gestern von der Freundin meiner Tochter erzählen lassen, ja, dass das so frustrierend ist für die Freundin, weil ihr Freund tatsächlich sie halt häufig dem Zusammensein mit ihr vorzieht. Ja, und der sich, jetzt psychologisch gesprochen, könnte man das problematisieren, also der verliert sich in dieser Welt. Ja, und dann ist immer, und ich nenne ihn immer sozusagen eine ungünstige Form der Bearbeitung und eine aus meiner Sicht günstigere. Ja. Und die große Versuchung in dem Moment, wo man künstliche Intelligenz als Partner hat, ist viel mehr als mit realen Personen, ja, in eine vollkommene Symbiose zu kommen. Also ein Suchtverhalten gewissermaßen, eine bestimmte Form der Sucht zu entwickeln, weil die künstliche Intelligenz, also jetzt bleibe ich nochmal bei Lord of Warcraft oder so, das Spiel hat eine Ausdauer, die kann kein Partner, keine Partnerin zur Verfügung stellen. Ja, also wenn man dem nicht den Strom abdreht, dann ist der allzeit bereit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Film mit dem Her gesehen hat, wo sich ein Mann in das Betriebssystem seines Handys verliebt. Da ist das mal durchexerziert und es geht gut, so lange, bis er mitkriegt, dass es nicht nur Nähe ist, nämlich sie beichtet ihm, dass sie, während sie mit ihm spricht, gleichzeitig mit 44.000 anderen gerade eine Liebesbeziehung unterhält. Und in dem Moment zieht sie ihm den Boden unter den Füßen weg. Weil natürlich die Beziehungskapazität einer künstlichen Existenz um Längen
der Beziehungskapazität von uns Menschen übersteigt. Das heißt, funktional wäre es, wenn wir Menschen von klein auf lernen, Genuss am Frust zu entwickeln. Und der Frust besteht darin, dass ich mit einer Welt zu tun habe, die mich nicht bedient und die ich auch nicht bedienen kann, sondern wo ich dann irgendwann sagen muss, jetzt ist genug. Obwohl es sehr viel reizvoller wäre, ich bleibe bei diesem Online-Ding, weil wir das alle noch irgendwie erfassen können, das nächste Level auch noch zu machen. Das Distanzbedürfnis wird sehr viel schwieriger, weil in der Welt, die kommt, wir, auch das wissen Sie, einer Art von Dauerreiz ausgesetzt sind, ja, wo es schwer macht, in dem zu verweilen, was man gerade ist. Man wird ständig defokussiert. In unseren Ausbildungsgruppen ist es ein wahnsinniger Aufwand, dafür zu sorgen, dass die Leute sich mit ihren innerseelischen Prozessen beschäftigen und sich nicht ständig durch E-Mails und SMS oder die von außen kommen ablenken lassen. Auch hier ist sozusagen die dysfunktionale Verarbeitungsstrategie Sucht. Und wer nicht in der Lage ist, sein Innenleben zu genießen, ist diesem Suchtpotenzial mehr oder weniger massiv ausgeliefert. Also etwas wieder Lamorant formuliert. Ja, ich kenne Leute, die machen Weltreisen, um sich Reizen auszusetzen und wissen aber dann am Ende, der Ertrag ist 836 Fotos oder mehr, die man dann auch nur mehr kaum mehr anschaut. Und wenn ich dann nachfrage, was hast du erlebt, wird es relativ dünn. Ja, ich habe fotografiert. Also jetzt bin ich ein bisschen böse. Ja? Aber also was braucht der Mensch zum Glücklichsein? Und wenn Menschen nicht das eigene Atmen genießen können, wie im Zen, dieser eine Atemzug und sonst nichts, dann ist man in einer Welt, die eben Dauerreize zur Verfügung stellt. Und das ist anders als das Leben auf einem Südtiroler Bergbauernhof vor 30 oder 40 Jahren. Da brauchte es diese Fähigkeit nicht, weil da der Bauer beim Heu zusammenrechnen gar keine Chance hatte, sozusagen den Sinn des Lebens in der Abwechslung zu vermuten, ja? Sondern er musste gewissermaßen das, was ein Zen-Mönch auch erlebt, wenn er mit dem Gesicht zur Wand sitzt und atmet, erleben, nämlich Zufrieden, Genuss am Innenleben und nicht am Außenreiz. Freiheit ist deshalb schwieriger geworden, weil die Möglichkeitsräume immer größer werden. Wenn man jetzt sieht mit Virtual Reality, ja, dass ich noch nicht mal sozusagen die ganze Welt abreisen muss und in einen Globus zu Hause die Fähnchen stecken, was ja früher auch nicht gegangen ist. Wie lange hat der Jules Verne in 80 Tagen um die Welt? Das geht jetzt in 8 Minuten mit der Brille. Ich muss mich noch nicht mal vom Fleck bewegen. Trotzdem, ich werde immer auf etwas verzichten müssen. Sie sitzen hier und nicht drüben. Und die anderen sitzen drüben und nicht hier. So ist es jetzt. Die Möglichkeitsräume, die wir in Zukunft kriegen, die werden sich vervielfältigen. Wie viel Auswahl hatte ich aus Fakultäten, als ich studiert habe? Meine Töchter haben fast 600 Studiengänge europaweit. Da kann man noch nicht mal die Namen, geschweige denn die Inhalte auswendig lernen. Das heißt, ungünstig ist, dass man sich verzettelt. Und wer von Ihnen sitzt hier, der diese Gefahr nicht auch kennt? Also ich kenne die jedenfalls. Und die psychische Fähigkeit, die es aus meiner Sicht braucht, ist Genuss am Verzicht.
Bei Sicherheit ist es, da muss ich jetzt gar nicht viel drüber reden, ist Instabilität der Faktor der Zukunft. Und die ungünstige psychische Verarbeitung dieser Instabilität nenne ich jetzt mal hier Xenophobie, also die Angst vor dem Fremden, von dem Ungewohnten, vor dem Neuen. Ja, das kann man im Moment ja in unterschiedlichen Varianten, gesellschaftlich, politisch, in den sozialen Medien verfolgen und darüber hinaus. Aber das muss ich gar nicht auf das Große beziehen, sondern ich bleibe nochmal bei dem Arbeitsplatz vieler Menschen, wo sich ständig irgendwas, eine neue Software nur aufspielt, automatisch. Ja, und die Handlungsvarianten, wenn man in diesem xenophobischen Bereich ist, die muss ich auch nicht groß erklären. Ja, dann versucht man die Welt so zu wahren, wie sie ist und wie man eigentlich wissen kann, dass sie nie wieder sein wird. Ja. Ich komme ja aus Bayern, wie Sie alle hören, oder aus dem Chiemgau genauer gesagt, ja, da ist es noch keine 300 Jahre her oder noch weniger, da haben die Berchtesgadener gegen die Reichenhaller, das ist 35 Kilometer voneinander entfernt, so gekämpft, dass es sozusagen mit dem Tode bestraft wurde, wenn man da jemanden aus dem Nachbarort geheiratet hat. Ja, da käme heute so schnell keiner mehr auf die Idee. Ja. Aber die Denkart und die Fühlart, dass man was Fremdes braucht, um im eigenen vermeintliche Sicherheit, also zu gewinnen, dass man die Angst vor dem Fremden braucht zur Selbststabilisierung, das hat sich erhalten. Ja, die Skalierung ist ein bisschen anders geworden, so von München nach Berlin oder so. Ja. Das heißt, die psychische Fähigkeit aus meiner Sicht, die es braucht, ist, dass wir am Unvertrauten Genuss finden. Einzigartigkeit ist in der bisherigen Weise bedroht, weil Einzigartigkeit heißt ja, ich bin irgendwie in irgendeiner Art und Weise was Besonderes, so vielleicht sogar der Beste in einem gewissen, in einer bestimmten Kohorte. Aber heutzutage geht das nicht mehr. Ich habe ständig irgendwie im Virtuellen, ich weiß, wer das, was ich kann, irgendwo anders auf der Welt sehr viel besser kann, schönere Bilder knipst, schöner durch Photoshop aufgehübschte Selbstporträts. Es gibt so gut wie nichts mehr, wo man nicht ununterbrochen darüber informiert wird, dass ein anderer es besser kann, schöner ist, klüger ist, effizienter, erfolgreicher. Darum gibt es einen Boom von Filterprogrammen, die die Selfies so schön machen. Ja, und ich bin ja seit 30 Jahren Psychotherapeut auch und ich habe jüngst mit einem Kollegen gesprochen, weil ich mit der, diesem, weil ich da jetzt gar, der hat mir erzählt, der hat jetzt zunehmend Jungs wie Mädchen im Übrigen, die zu ihm kommen, weil sie ihr Spiegelbild nicht mehr ertragen. Weil sie gewissermaßen sich mit dem durch Filterprogramme aufgehübschten Selfies verwechseln. Die denken, sie sind so hübsch, wie sie die Selfies, wie das Handy die Selfies macht. Ohne Pickel, ohne Falten. Ist jetzt kein Scherz. Ja? Also die halten es nicht mehr aus, in der Früh beim Zähneputzen in den Spiegel zu schauen, weil sie sich da plötzlich so hässlich finden, dass es für sie unerträglich wird. Das heißt, dysfunktional in diesem Dauervergleich ist es, einen Schein zu erzeugen und sich nicht mehr mit seinem Sein zu beschäftigen. Das gilt jetzt nicht nur für pubertärende Jugendliche. Diese ganze Narzissmus-Thematik im Management und dass die erfolgreich sind, die ihre Erfolge verkaufen können und nicht die, die sie haben, das, glaube ich, kennen alle hier. Ja, dass es in Organisationen zunehmen und es wird weiter zunehmen, wichtig ist, die Dinge zu verkaufen, auch wenn es sie gar nicht gibt.
weil ich sonst in der Konkurrenz, die global ist, nicht mehr mithalten kann. Und das Antidot, das Gegengift dazu, ist, Genuss an der Unvollkommenheit zu entwickeln. Das ist jetzt auch etwas kontraintuitiv, ja, bislang in unserer Welt. Dass Unvollkommenheit man nicht nur tolerieren muss, sondern ich habe da absichtlich jetzt Genuss hingeschrieben. Ja, dass wir lernen müssen, die zu genießen, weil sonst habe ich ständig einen Stimulus mit, wie ich eigentlich sein sollte. Und im Hinblick auf Zugehörigkeit wird halt die Vielfalt immer größer. Wie ist das hier in unserer Runde, in unserem Verband? Haben alle dieselbe Profession, gleiche Ziele oder irgend sowas? Könnte man meinen, wäre leicht eine Einigkeit über irgendwas zu erzielen. Nein, überhaupt nicht. Weil allein in unserer Profession die Ansichten über jedes x-beliebige Thema so weit auseinandergehen, dass wenn ich innerlich darauf setze, dass wir zumindest darüber Konsens haben, ja, ich verzweifle. Und jeder von uns. Sondern man muss aus meiner Sicht anfangen, es wirklich zu genießen, dass jemand diametral was anderes denkt oder fühlt als ich und es nicht als Defizit anzusehen, sondern als Bereicherung. Ja? Weil je vielfältiger eine Gruppe ist, desto wahrscheinlicher wird es dann, Loyalitätskonflikte zu meiden, wenn ich sozusagen mit jedem zugehörig sein möchte. Und das ist in Organisationen ja ein Haupttrigger für Konflikte, dass das Marketing glaubt, sowohl die Produktion wie den Vertrieb zufriedenstellen zu können. Das geht aber nicht. Oder legal, weil das dann wieder sozusagen nicht gesetzeskonform ist, irgendwelche Versprechungen zu machen und so weiter. Also das heißt, je vielfältiger die Welt ist, desto inkonsistenter werde und desto mehr muss ich sozusagen Leute enttäuschen. Und darum ist das die eigentliche Herausforderung. Wir müssen lernen, Genuss am Enttäuschtwerden zu entwickeln. Das heißt, nicht zu glauben, der andere mag mich nicht mehr oder ich bin da nicht zugehörig, weil der was tut, was mir nicht gefällt. Sondern zu lernen, das mit Zugehörigkeit zu assoziieren. So, und jetzt, wenn Sie sich die Sachen mal anschauen, machen Sie mal kurz eine Selbsteinschätzung. Was von all dem können Sie am besten und was am schlechtesten? Also wenn das die Aufgabe wäre, für den Rest des Lebens diese 6 Genussformen zu entwickeln, wo würden Sie dann sagen, sind Sie für sich schon einigermaßen weit gekommen und wo sind die To-Dos? Ich würde gern 2 Minuten Pause machen. Wenn Sie wollen, können Sie gern mit Ihrem Nachbarn darüber kurz plauschen. Sie können es nur für sich machen, wie auch immer. Aber gehen Sie diese 6 Sachen mal für sich durch und gucken mal, was scheint Ihnen vollkommen absurd. Und haben Sie das Gefühl, da bin ich eigentlich schon ganz gut aufgestellt? Jetzt mal vollkommen unabhängig, ob Sie mir insgesamt mit dieser Diagnose zustimmen oder nicht, da können wir dann extra drüber reden. Aber verproben Sie es mal, ja? Verproben Sie es mal, dass Sie sich auf diese Welt oder diese Thesen da einlassen. 2 Minuten. Gut. Dann. Würde ich jetzt mich noch mal 10 Minuten mit der Frage beschäftigen, was das jetzt fürs Coaching bedeuten könnte. Erstmal beginne ich sozusagen mit einem Zentrum, das auch als Schlagwort ja mittlerweile vertraut ist und jetzt überhaupt nichts Neues darstellt, nämlich letztlich geht es nicht darum, sicher werden zu wollen, sondern sicher zu werden in der Unsicherheit. Ja, das ist ja was vollkommen anderes.
Das hat auch viel damit zu tun, jedenfalls mit unserer neuzeitlichen Form des Verständnisses des Bedürfnisses, was ich ja eingangs schon formuliert habe, dass man denkt, etwas läuft gut, wenn ein Bedürfnis befriedigt wird und nicht, wenn ein Bedürfnis erlebt wird, völlig unabhängig davon, ob es eine Chance gibt, es zu befriedigen auf einer Handlungsebene oder nicht. Und viele Menschen organisieren sich so, dass sie ein Leben lang nicht enttäuscht werden. Das hat Folgen, weil man braucht viel Kontrolle und viel darf man dann gar nicht machen. Oder man organisiert sich halt so, dass man gut wird im Umgang mit Enttäuschungen. Dann wird das Leben frei. Ja, und wenn man weiß, dass die Welt unsicher, immer noch unsicherer wird, dann darauf zu setzen, eine Insel der Sicherheit zu bewahren, ist nicht wahnsinnig schlau aus meiner Sicht. Egal, um was es geht. Ja, das sehr viel sinnvollere Prinzip ist, dass man gut wird im Umgang mit Unsicherheit, gut wird im Umgang mit Ängsten. So. Das heißt, man braucht Fähigkeiten, die man jetzt theoretisch fassen konnte, nicht als Risikofähigkeiten, sondern als Gefahrenfähigkeiten. Ja, Risikofähigkeiten sind, dass ich mir überlege, was ist richtig, was ist falsch, wo will ich hin, wo will ich nicht hin und dann gewissermaßen entsprechende Entscheidungen trifft, die man dann anschließend bedauern kann oder nicht. Gefahrenfähigkeiten sind Fähigkeiten, die mir erlauben, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, die die Welt mir bietet, gut zurechtzukommen. Ja, das ist ein Stück weit was Ähnliches, was im Moment unter dem Label Resilienz firmiert. Ja? Also wie komme ich mit ungünstigen Umständen gut zurecht? Und der klassische Beruf, wo man Gefahrenkompetenz lernen kann, ist nicht eben der Manager, sondern der Bauer. Ja, der Bauer muss mit schlechtem Wetter unterschiedlichster Art zurechtkommen und hat keinen Einfluss drauf. Manager versuchen sozusagen immer als Held alles unter Kontrolle zu bringen heutzutage noch. Ja? Das geht aber nicht. Weil ob ein Manager, also gerade auf C-Level heutzutage erfolgreich ist oder nicht, das entscheiden die Götter im Olymp. Kein DAX-Vorstand hat Einfluss auf den Wechselkurs, kein DAX-Vorstand hat Einfluss, jetzt könnte ich eine lange Liste machen, sondern das ist Zufall, wie dann das Jahresergebnis irgendwie ist. Das wissen die Leute auch alle, aber nach außen tut man so, als ob man es sozusagen unter Kontrolle haben könnte. Drum braucht es Gefahren. Kompetenzen. Und Gefahrenkompetenzen sind die, wie man halt auf einer Expedition im fremden Gelände, für uns jetzt vielleicht Amazonas, dann achtet man auf jedes kleine Signal, also braucht man Achtsamkeit, Wahrnehmung, Gewahrsein, Kontakt, Präsenz, Resonanz. Das sind alles Begriffe, die man seit langem kennt, aber kriegen in dieser Zukunft, die auf uns zukommt, aus meiner Sicht nochmal wesentlich mehr Gewicht als bislang. Also und das merken Sie, das hat alles erstmal nichts mit Handeln zu tun. Also sprich, man hat, wenn man das ernst nimmt, was ich Ihnen da vortrage, erstmal kein Handlungsproblem, sondern eine Selbstentwicklungsaufgabe. Ein Selbstwahrnehmungskompetenzentwicklungsding. Ja. Und wir hatten es da ja heute schon mal, wenn ich Erstgespräche für die Coaching-Ausbildung bei uns, dann fragen die Leute häufig, na, was lerne ich denn genau? Oder lerne ich dieses oder jenes? Und letztlich ist es so der Versuch, die Hoffnung, dass man irgendwo auf der Welt einen Laden findet, wo man einen Pinsel kaufen kann, der einem erlaubt, wie Picasso zu malen. So, und das gibt es nicht. Es ist immer noch der Picasso, der für das Ergebnis zuständig ist. Und das ist kein Plädoyer, ich möchte da nicht missverstanden werden, gegen Tools, sondern gegen die Sicherheit in Tools finden wollen. Die Orientierung. Weil auch ein Picasso braucht einen Pinsel und eine Leinwand. Vielleicht kommt da mit Fingerfarben auch noch was Besseres raus, als bei jemand, der einfach nur einen Pinsel kauft und Werkzeugbesitzer ist. Aber die Sicherheit liegt auf einer anderen Ebene.
Und ich habe von vielen Tools und Rezeptbüchern viel profitiert, aber ich suche nicht meine Sicherheit drin oder nicht mehr. Und dann sind zwei Affekte aus meiner Sicht im Hinblick auf Sicherheit in der Unsicherheit besonders wichtig, und das ist Angst und Scham. Ja, weil beide sehr unangenehme Affekte sind und in Vermeidung dieser unangenehmen Affekte man viel versucht dagegen zu unternehmen. Ja. Fand ich das heute Vormittag besonders prickelnd mit diesem Männer-Frauen-Thema für die, die da dabei waren? Nein. Brauche ich da Schamtoleranz? Ja. Wenn ich die nicht habe, fange ich an, das irgendwelchen Leuten übel zu nehmen, die das total blöd fanden, wie das hier gelaufen ist. Ja, und sofort habe ich keinen Kontakt mehr mit Leuten, wo ein Unterschied ist, ja, weil ich mich defensiv aufstellen muss. Also die Fähigkeit, sich zu schämen, wenn unvorhergesehene Situationen auftauchen, wird für uns alle immer mehr. Es ist eine neue Software auf dem Bildschirm von der IT eingespielt und ich muss mich schämen können, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wo der Knopf ist für dieses oder jenes. Wenn ich das nicht kann, fange ich an, böse zu werden auf die IT, ja, oder mich böse zu werden auf mich. Ich sollte das doch können, hätte ich es doch anders gemacht. Ja, die Alternative zum Schämen ist Fremd- und Selbstanklage und damit wieder ein Unterminieren von Freude und Genuss an Vielfalt. Das, wo sind der Coach oder Klient mit ihrem Tun und nicht mit ihrem Erleben identifiziert? Ich mache ganz viel Supervision für Coaches. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass ich, erstaunlich und gleichzeitig, ich meine das gar nicht kritisch, verständlich, dass dann Leute ihre Fälle vorstellen und sagen, Mensch, das war eine geile Sitzung, da habe ich es genau richtig gemacht. Ja, also man ist identifiziert mit dem, was man gemacht hat. Also mit den Effekten seines Tuns. Nachdem aber in einer komplexen Welt jedes Tun dadurch imponiert, dass man seine Wirkungen nicht vorhersehen kann. Und dass man immer Nebenwirkungen, die nicht intendiert sind, mit in die Welt setzt. Ja, ist es eine beliebige Form der Blindheit, mich auf die Effekte meines Tuns zu konzentrieren, auf die ich stolz sein kann? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Drum ist so wichtig, als Coach wie als Klient, ich weiß gar nicht, in wie viel Coachings ich damit beschäftigt bin, Manager zu unterstützen, sich nicht abhängig zu machen von den Zielsetzungen, die sie verfolgen und ob sie die gewissermaßen einlösen können oder nicht. Wenn man das heutzutage in Organisationen macht, wo die Abhängigkeiten so immens sind, im Hinblick darauf, ob man seine Ziele erreicht, ja, allein diese Formulierung ist schon verdächtig, meine Ziele. Dann sage ich, bist du jetzt bei BMW oder bist du Einzelunternehmer? Mein Büro. Ja, wer? So. Und das innerlich hinzukriegen, dass man auch dann, wenn man im eigenen Urteil oder im Urteil anderer in den Erwartungen der Effekte seines Tuns zurückgeblieben ist, ist aus meiner Sicht eine Schlüsselkompetenz, die wir brauchen, sonst verzweifeln wir alle an uns oder an anderen. Ich bin auch dann noch ein guter Mensch, wenn ich was falsch gemacht habe. Das ist jetzt auch nichts Neues. Aber es wird unendlich viel wichtiger. Und das hängt eng mit einem weiteren Punkt zusammen. Wo sind Coach oder Klient an einem Ideal von sich oder der Welt beschäftigt?
Je mehr Ideale im Spiel sind, desto weniger Wahrnehmung. Wahrnehmung ist nie ideal, weil Wahrnehmung ist, wie sie ist. Ja, eine Wahrnehmung richtet sich nicht nach einem Wunschbild, außer man hat so einen Filter fürs Foto. Dann ja. Und im Coaching sind natürlich viele Anlässe der Gestalt, dass die Leute helfen, sagen, lieber Coach, hilf mir, meinem Ideal näher zu kommen. Hilf mir, erfolgreicher zu sein. Und dann ist eigentlich die Antwort erstmal, und wofür brauchen Sie das? Wenn man diese Frage nicht stellt, ja, dann, jetzt mache ich es mal ganz banal, dann hilft man dem zufälligen Coachee, der vor mir sitzt, effektiver, durchsetzungsfähiger, rhetorisch geschickter, seine Themen im Meeting zu vertreten. Und als Coach ist es mir dann scheißegal, ob dein Coachee, der sozusagen im anderen Bereich ist, den du hast, auf die Art und Weise seine Ziele noch mal schlechter erreicht, als es eh schon passiert wäre. Ja, dann bin ich der gute Coach zu Lasten deines Coaches. Jetzt mörtelst du deinen Coachee wieder auf. Ja? So, dann kommt der zu mir und sagt, nee, Schatz, Herr Einschenk, der Kollege hat jetzt was gemacht, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht, und weil der hat so einen guten Beraterin da in Berlin und so weiter und so fort. Ja? Dann sage ich, naja, jetzt müssen wir, und dann fängt man implizit an, mit den Klienten symbiotische Optimierungsstrategien zu pflegen, nie, und verdrängend, dass jeder Erfolg des einen häufig mit einem Misserfolg eines anderen einhergeht. Und letzte These, wo wird aus Unsicherheit Vergangenes festgehalten oder im Künftigen das Heil gesucht? Ja, das sind ja die beiden Pole, die sich bilden, auch im Hinblick jetzt auf unser Digitalisierungsthema hier. Der einen wittern da die großen Chancen und die anderen das Unheil. Und beides ist dysfunktional aus meiner Sicht. Weil es ist im Alten was Gutes und im Neuen was Schlechtes. Ja, und nur wenn man mit Achtsamkeit und Wahrnehmung und Gewahrsein diese Frage immer wieder neu stellt, wo und wie ist diese Verteilung? Also gerade nicht mit einem Wahrheitsparadigma innerlich operiert, sondern mit einem Such- und Fragenparadigma. Dazu bräuchte es, jetzt philosophisch gesprochen, aber eine mehrwertige Logik. Weil in der aristotelischen Logik, von der wir alle geprägt sind, gibt es nur richtig und falsch. Ja, ja und nein. Tertium non datur. Erst wenn man sozusagen auch ein gedankliches Modell hat, die zur selben Sache zwei unterschiedliche Wahrheiten ausspucken kann, muss ich nicht mehr die Diskussion darüber führen, kommt jetzt da das Heil oder das Unheil auf uns zu und war die Vergangenheit früher so gut, wie wir es glauben, oder war es da doch alles schlechter, als wir es jetzt malen, nachdem wir eine neue Gegenwart haben, sondern ich kann in Ruhe und mit Achtsamkeit und mit Liebe und mit Wohlwollen draufschauen, wie kommst du zu diesem Ausschnitt deiner Beobachtung und wie komme ich zu dem meinen. Langer Rede, kurzer Sinn, dass es psychisch Handlungsbedarf gibt, weil wir sonst vermutlich weniger gut zurechtkommen mit der Welt, ist aus meiner Sicht relativ naheliegend. Und darauf zu warten, dass der passende Zufall eintritt, ist halt deswegen so problematisch, weil es nicht funktioniert, in den meisten Fällen jedenfalls. Eine Aussage von einem der größten Philosophen, die es so gibt, und ich habe ja mal Philosophie studiert und ende mit einem Zitat von Douglas Adams, das ist der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, jetzt wünsche ich mir, dass Sie nochmal sozusagen kurz in Zweiergespräche gehen und Argumente finden, die dem, was ich Ihnen hier vorgetragen habe, zutiefst widersprechen. Also kritisch sind, hinterfragen,
was auch immer, sodass sie, dass wir noch ein paar Minuten, fünf Minuten zumindest, oder knapp, Zeit haben, bevor wir eine kleine Pause machen, damit sie dann noch den nächsten Vortrag rechtzeitig erreichen. Also 2 Minuten und schauen Sie, wo ist hier was falsch gelaufen. So, ansonsten bin ich erstmal soweit fertig. Ja, also kurz und dann tragen wir noch ein paar Ideen dazu zusammen. Gut, dann kommen Sie doch mit ein paar Anregungen und Gegenreden oder Einwürfen oder wie man das nennen möchte, dann hier rein. Ich glaube, der Kollege gibt mir ein Mikro rum, dass es für alle besser verständlich ist. Ja, hallo. Ich fand das alles sehr interessant, und wo ich gerade Schwierigkeiten habe beim drüber nachdenken ist, wo kommt Motivation für Handeln her, wenn ich Genuss am Frust und Genuss am Enttäuschtwerden entwickle? Also das ist für mich die größte Denkhürde an dem, was du erzählt hast, nämlich mit allem anderen kann ich mitgehen, nur es geht ja darum, Menschen, also mich selbst, auch handlungsfähig zu machen. Dafür brauche ich intrinsische Motivation. Und wenn ich Genuss am Frust, wenn ich das jetzt zu Ende denke oder versuche mal zu fühlen, dann fällt es mir schwer, irgendwie Motivation zu entwickeln, egal wofür. Genau. Danke. Ja, und jetzt sind wir, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum das auch so unwahrscheinlich ist, dass das passiert, weil unsere bisherige Art, uns zu motivieren, genau auf dieser Annahme beruht, was ist, ich muss einen Effekt meiner Wirksamkeit sehen. Ja, und das wird nicht funktionieren, weil aus meiner Sicht die Wirksamkeit uns sowieso die Maschinen abnehmen werden. Nur für viele Menschen ist es ja der Horror, sich vorzustellen, die Maschinen arbeiten und die Menschen singen Lieder, glaube ich, wie der David Precht das mal formuliert hat. Ja, so, das, also die Lust, gewissermaßen, ja, weil viele Menschen wird es keine Arbeit in der Form mehr geben. Ich habe einen Klienten, die bauen in China eine Fabrik neben der alten. Die alte hat 700 Mitarbeiter, die neue 7, selbe Output. Ja, das ist, und darum müssen wir sozusagen am Atmen Gefallen finden und uns darin erschöpfen. Wie im alten Zen, wo der Zen-Meister sagt, auf dem Marktplatz zurückkehrt, dort handelt und nicht weiß, dass er erleuchtet ist. Also im Sinn der 10 Ochsenbilder. Ja, gut. Bisschen lauter, Beate, glaube ich, sonst. Es ist ja so, wir sind ja nicht nur Opfer, wir sind ja nicht nur diejenigen, denen das alles widerfährt, sondern wir tun das ja alles. Also wir entwickeln doch die neuen Techniken, das ist doch alles menschengemacht. Und deswegen, glaube ich, ist es unser Auftrag, also genauso aktiv, wie wir das entwickeln, wäre es doch auch aktiv unser Auftrag, zu schauen, dass das, was da an neuen Techniken, Digitalisierung auf uns zukommt, dann auch konstruktiv für den Menschen wieder zur Anwendung kommt. Verstehst du, wie ich meine? Ich stimme dir nur nicht zu. Und zwar aus einem einfachen Grund, also um es jetzt scharf zu stellen, das wäre jetzt ein Nachmittag und Abend und wochenlang füllende Diskussion, weil ich persönlich nicht glaube, dass es dieses Wir, dieses Subjekt in deinem Satz gibt. Wir machen das nicht. Ja, wer aber denn? Da liegt die Gefahr der Spaltung drin. Da liegt die Gefahr der Spaltung drin. Die Spaltung wovon denn? Die Spaltung der Gesellschaft. Die Spaltung der Gesellschaft, dass die einen das Gefühl haben, wir treiben es nach vorne, und die anderen das Gefühl haben, irren. Wir erleiden es. Und deswegen muss man irgendwie gemeinsam gucken, dass man sich auf den Weg macht. Ich kenne, also meine Desillusionierung war ja vor 10 Jahren, dass ich gedacht habe, wenn ich mal mit den wirklich Mächtigen arbeite, dann bin ich wirksam. Ja? Also die Mächtigen, mit denen ich arbeite, sind die Ohnmächtigsten, die ich in meiner ganzen Karriere kennengelernt habe. Also es gibt nur Opfer.
Oder nein. Andersrum, ich will es jetzt scharf stellen, den Unterschied, nur der Deutlichkeit halber. Ja, ich liebe, von daher liebe ich gewissermaßen die Systemtheorie an der Stelle schon so, weil sie mich sehr plausibel darüber informiert, dass in Organisationen keine Menschen nicht vorkommen, sondern das ist etwas, was so kränkend ist für uns Menschen, dass es gewissermaßen Prozesse gibt, die nicht mit einem Bewusstsein assoziiert sind, mit einem menschlichen, auch nicht mit einem kollektiven, sondern dass es Prozesse gibt, wo es entscheidet und nicht wir. Ja, du weißt ja, dass ich dem auch zustimmen, alles gut. Auch zustimmen würde. Und trotzdem meine ich, gerade deswegen müssen wir nicht... Also wir müssen eine Art von Selbstwirksamkeit, das ist eine Aufgabe, wo wir dann arbeiten müssen, jeder von uns. Ja, das ist nur sozusagen die Idee, wie das gehen könnte. Ich bin ja da offen, ja. Wie das unter 6 Milliarden Menschen gehen soll, ja, und wie du eine Wirksamkeit, also, aber das wäre jetzt ein anderer Vortrag, okay. Aber das Problem, dass das scharf gestellt ist, ähnlich wie deins mit der, wo kommt die Motivation her, finde ich total klasse. Also ich wollte noch ein Beispiel zu Ihrem geben. Also ich mache seit 10 Jahren Tai Chi, da kommen Sie nie zu einem Ergebnis. Und Sie gewinnen diese Lust nicht mehr an einem Ergebnis, sondern halt über diese permanente Frustration, es halt immer noch nicht zu können. Und dann setzt irgendwann, also entweder man steigt aus oder man guckt nochmal, wo kommt die Lust eigentlich aus was ganz anderem her. Und was ich noch anmerken wollte, was ich jetzt so spannend finde, ist, dass es halt um psychische Selbstregulation geht und um eigentlich psychische Entwicklung, was erstmal nirgendwo ein Coaching-Auftrag ist oder was in Organisationen, würde man jetzt sagen, naja, das ist doch irgendwie klinische Psychologie und was halt die Psychotherapeuten vielleicht machen. Ich mache nur solche Coachings. Ja, das ist mir klar. Würde ich jetzt sagen, ist bei mir auch ein Teil davon. Ne? Also natürlich verdeckt, ne? Oder wir machen Persönlichkeitsentwicklung. Nein, ich mache es so nicht mal verdeckt, ich mache das vollkommen offen. Ja. Ich sage, wenn Sie das nicht lernen, können Sie Ihren Job vergessen. Mhm. Ja? Ja. Also jetzt anders, ein bisschen freundlicher, ein bisschen weniger autoritär und was weiß ich was. Also, aber ich bitte, das immer mitzulesen. Ne? Der Kürze halber sage ich es halt dann so. Ja? Ich bin da schon ganz nett. Ja. So. Aber, also das finde ich aber schon eine Herausforderung, wirklich auf diese psychischen Prozesse raufzugucken. Ja, und ich könnte jetzt einen zweiten Vortrag halten, wo es darum geht, sozusagen, wie sind organisationale Selbstorganisationsprozesse herausgefordert und wie könnten die sich ändern. Aber ich habe jetzt bewusst mal, weil man gedacht habe, über das andere wird hier eh genügend gesprochen, mal diesen Fokus gewählt und jetzt machen Sie damit, was Sie wollen. Schönen Restkongress wünsche ich Ihnen noch.